Manche Menschen glauben auch das genaue Gegenteil von uns, dass im Privateigentum alles übel liegt. Wie ich schon erklärt habe, jeder Mensch, wenn er auf die Welt kommt, besitzt das Recht auf seinen eigenen Körper. Und er besitzt damit auch das Recht, die Früchte seiner Arbeit für sich selbst zu vereinnahmen. Das ist das Eigentumsrecht. Die Begründungen für die Abschaffung des Eigentumsrechts sind ganz unterschiedlich. Die Kommunisten wollen, dass es dann irgendwie allen zugute kommt und der Weise, im Endeffekt glauben alle irgendwie, ein weiser Herrscher oder die Gemeinschaft könnte per Abstimmung besser darüber entscheiden, wie das Eigentum verteilt wird, als der jeweils Einzelne. Das findet man auch schon in sehr alten Schriften. Die Abschaffung des Privateigentums ist das oberste Ziel jeder Diktatur. Alle Diktaturen wollen das Privateigentum abschaffen, weil sie natürlich dann über die Menschen komplett herrschen können. Also das funktioniert ja selbst in einer Demokratie. Man muss den Menschen nur erzählen, warum man ihnen das Eigentum nimmt, nämlich zum Beispiel über Steuern. Nämlich immer, um etwas Gutes zu erreichen. Im Endeffekt ist es einfach nur Diebstahl. Es ist nicht nur extrem unmoralisch, sondern es macht auch keinen Sinn. Weil nur durch Eigentum entsteht überhaupt wirtschaftliche Tätigkeit, indem ich mein Eigentum eintauschen kann zum Beispiel. Es gibt einen Artikel von mir auf Kopp Online, der heißt Liebe Angela Merkel, so funktioniert Wirtschaft. Da erkläre ich, dass gerade durch Eigentumsrechte und freie Verhandlungen die Arbeitsteilung erst möglich wurde in der freien Wirtschaft und so profitieren vor allem die Schwachen von der Produktivität der Stärkeren. Sie profitieren aber durch freiwilligen Tausch und nicht durch erzwungenen Tausch. Bei erzwungenem Tausch geht es immer zu den Lobbygruppen, die am lautesten schreien oder zu denen, die gerade politisch am Ruck sind, zum Beispiel zu erneuerbaren Energienhersteller. Vielleicht noch zusammenfassend zum Eigentum, das heißt ja so, weil Sie es Ihr Eigen nennen, wenn einer aus welchen Gründen auch immer in Ihr Eigentumsrecht eingreift, will er Sie bestehlen. Und wir wissen, Diebe sind böse Menschen. Jeder, der das macht, ist entweder böse oder dumm oder uninformiert. Die meisten Leute sind uninformiert, das heißt nicht aufgeklärt. Sie erfahren die tägliche Propaganda in den Medien und in den staatlichen Schulen und Hochschulen, dass nur der Staat für ihn sorgen kann und deswegen er sein Eigentum pfänden muss oder verpfänden muss. Glauben Sie das nicht? Wenn Sie sich selber fragen, ob Sie glauben, dass Sie selbst am besten wüssten, was Sie mit Ihrem Eigentum anfangen, würden Sie ja sagen. Die meisten Leute sagen aber auf die Frage, glauben Sie, dass auch alle anderen Menschen gut auf ihr Eigentum aufpassen können, damit umgehen müssen, sagen sie nein. Wir haben hier dasselbe Phänomen, wenn man Leute fragt, ob sie gute Autofahrer sind. Da sagen alle ja. Und wenn sie glauben, ob andere gute Autofahrer sind, sagen sie nein. In Wirklichkeit können die meisten Menschen sehr gut für sich selbst entscheiden, wenn sie nicht gerade geistig behindert sind. Ja, und für solche Menschen wird ja da gesorgt. Das heißt, jeder, der ihr Eigentum einschränken will, ist ihr Feind. Das ist so, egal mit welcher Begründung, es gibt natürlich, die Begründungen klingen immer gut und diejenigen, die es glauben, erzählen, die das erzählen, glauben es auch oft, aber sie müssen es ja nicht akzeptieren, nur weil jemand nicht intelligent genug ist.